Servus, meine Freunde. Heute wird wieder gearbeitet. Ha! Also, grüße meine Freunde. Heute ein bisschen andere Interaktion. Wir müssen ein bisschen Holz holen, weil ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, wir machen ein bisschen Bienenkäse. Geiles Wetter für so eine Arbeit, ich stehe vorne. Wir haben eine kleine Windböe oder Schneeböe mitgenommen. Das halbe Haufen. Jetzt haben wir ein wenig Gewicht. Schauen wir mal, ob wir überhaupt da hinkommen, wo wir hin müssen. Das hat er gesagt, bis zu 120 km/h Windböe. Naja, hoffentlich kommt er von hinten weh, dass wir am Berg raufkommen. Ja, also. Bis dann wieder eine geile Aktion, bleibt dran. Da siehst du gar nichts. Ist das Auto gebeitelt hat. Ja. Da, das ist so schön. Also was soll ich euch großartig sagen? Mit Untersetzung geht's. Mit dem Hänger hinten dran. Ist jetzt schön gegangen zum Nachfahren. War zwar ein bisschen Drifting. Ja, Stefan muss vorlaufen. Die Äste da seht ihr ja, also der Sturm ist echt heftig. Es ist immer so, man muss das machen, wenn man Zeit hat. Und nicht, wenn das Wetter passt. Ja, jetzt ackern wir uns halt einmal so langsam vor, aber wie gesagt, mit Untersetzung ist es ja nicht auch so hoher Schnee. Den Anlauf, da werden wir mal ein bisschen mit Schwung nehmen da hinten. Und dann wird es schon gar klappen. Aber den größten Bergfahren, den haben wir jetzt schon geschafft. Ja, also, schauen wir mal. Also meine Freunde, ankommen sind wir glücklicherweise. Sitzt vielleicht im Hintergrund der Wind. Rasenmäher kann ich nicht abstellen, sonst springt immer nicht mehr an. Den haben wir schon drücken müssen. Batterie ein bisschen schwach. Ja, jetzt schlägt man das Holz rein, dann könnt ihr ein bisschen zuschauen. Los geht's. Also, grüße meine Freunde. Der ist gerade an der Sturm, da kann ich nichts dafür, ist das Totenglöckchen. Mahlzeit. Also wir haben jetzt ein wenig später angefangen, weil früher haben wir ein wenig was über 17 Grad gehabt, natürlich minus. Jetzt haben wir bloß noch 13 Grad. Recht angenehm, ne? Ja. Also ein bisschen ein Tee müsst ihr mitnehmen. Habt ihr ja gerade gesehen. Und das ist jetzt unser Rohmaterial. Das sind Restbleche, Abfallbleche. Gut und günstig, das heißt ein Karton Honig, und jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir davon rausbringen, ihr seid dabei. Ja, muss halt heute gemacht werden. Ja, also, zuschauen. So meine Freunde, wir hätten jetzt erst einmal das Rohmaterial soweit fertig. Da wäre der Schluss vom Blech oder der Rest vom Blech und da drüben, ja, das sind jetzt ein bisschen mehr geworden, 360 Stück. Ich weiß, wir brauchen bloß 200, aber vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder. Ne? Da muss man ein bisschen, was man hat, das hat man. Ja, jetzt kommt dann der Schluss dran, quasi mit der Abkantbank. Komm wieder nicht vorbei. Die Streifen haben wir jetzt geschnitten, 34 lang, 2 cm hoch. Restbleche benutzt. Das Schöne ist, die Kante hat genau 1 cm. Das hat der Stefan gesagt. Und er hat recht behalten. Ich kann es nicht glauben. Das Braune gefällt mir jetzt ja nicht so viel aus und ich habe jetzt auch keinen Bock da, das abzuziehen. Das heißt, das lassen wir nach oben schauen. Da brauchen wir jetzt keinen Meter mehr anhalten, nichts. So, Stefan, tu mal wieder zusammenquetschen. Moment. Aber ich bin ja Holy Gurke, ne? Weil da unten gibt es ja so einen Tritt. Dann kommt, nee, das ist besser, wenn man zu zweit ist. So. Genau, reinlegen, hochheben, die Kamera dann bald zerstören. Nichts an.
einmal hoch. Das Ding wieder aufmachen. Komplett runterlegen. Dann habt ihr hier so eine schöne runde Kante, wo das Rämpchen drauf kann. Habt ihr hier die Breite, das wird in den Kasten eingelegt. Ja, und gut ist, dann machen wir mal weiter. Freunde, wie ihr sehen könnt, mein hochqualifizierter Fahrmann, alleine könnte ich es ja nicht. Ne? Blöd reden kann ich, aber dann lässt es schon stark nach. Baut jetzt die Tisch um. Und zwar, was machen wir jetzt für Schnitte? Ich hätte mal gesagt, auf die Breite müssen wir es bringen. Längs haben wir jetzt schon gemacht. Längs nicht. Ja, ihr seht es ja noch. Gib mir so eine Brille her, Stefan. Ja. Anzeigen. Zuerst einmal von 4 Meter auf. Die Breite war 48. Auf 48, wie wir es brauchen. Und jetzt machst du es trotzdem deinen Breitenschnitt. Das ist das links. Das ist ein Längsschnitt. Ja, für dich ein Längsschnitt, aber für mich ist es die Breite vom Holz herstellen. Ne? Ja. Naja, also. Maler. Du hast einen Schnitt, einfach mal das Bildmann, dann will man. Also, jetzt stellen wir erstmal die richtige Breite her. Die Länge haben wir schon gemacht. Ja, und dann schauen wir mal, wie der Kasten dann so fertig wird, wenn da ein paar Handwerker umeinander spielen. Also, schaut es euch an. So, bevor jetzt da die Witzige einkleiden, da sieht er mal, wie professorisch das so Meister arbeitet. Jetzt hat er feststellen müssen, dass der Kasten genau auf sein Sich passt. Na, Brunnen, du denkst. Ja, das ist ja mir wurscht. Auf jeden Fall haben wir geschmeidige, gefühlte 15 Grad minus, obwohl wir ja plus 12 haben. Ne? So, jetzt schneiden wir das ganze Zeug wieder auf 2 Meter. Ja, schneiden wir so. Und dann, was ist? Schneiden wir so. Ja, aber bloß daher in Gras, Rauch oder was weiß ich was. Also, bis dann.